Meine Damen und Herren, jetzt mal zu Ihnen. Ich würde ganz gerne einfach eine ganz normale Vorsichtsmaßnahme erstmal ergreifen, ja? Es geht jetzt mir um mich. Das ist mir ein bisschen heikel. Ich kenne Sie nicht, ich weiß Ihren Pflegezustand. Sie können schon gar nicht mehr laufen. Wissen Sie, tun Sie es einfach für mich. Es ist auch, ich habe oft starken Husten ganz plötzlich, ja? Dann ist das für Sie auch sicherer. Sehen Sie, sind ja völlig geschwächt. Sie können sich das ja gar nicht selber abholen. Ist ja gut, dass ich noch laufen kann. So, meine Damen und Herren, ich merke die ganze Zeit so eine leichte Albernheit hier im Raum, ne, wenn es um Hypochonder geht. Dankeschön. Das ist einer, der es wirklich ernst nimmt. Nein, jetzt, ich muss das Ihnen ganz ehrlich sagen, weil wenn es um Hypochonder geht, alle so in leichter Lachstimmung. Mensch, und die Stratmann ist jetzt auch eine Anstellerin und so. Ich sag Ihnen jetzt mal was ganz Unangenehmes. Sie hängen in der Geschichte ganz tief mit drin. Ja? Sie sitzen da auf diesem Stuhl, haben sich eben einfach draufgesetzt. Hm? Hätte ich mich nicht draufgesetzt auf den Stuhl. Das ist jetzt hier so ein Lederstoff, Alpaka, sonst was Bezug. Der hat unglaublich viele Schadstoffe. Mit der Körperwärme, die Sie da draufsetzen, entwickelt der jetzt einen schönen Cocktail. Das zieht in Ihre Poren rein, das ist eine dünne Baumwollhose. Und dann geht das natürlich voll auf die Knochen. Irgendwann merken Sie, in ein paar Monaten merken Sie, oh, ich kann irgendwie mein Knochengerüst, das trägt mich gar nicht mehr richtig. Dann sagt der Arzt, Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein total poröser Hintern. Was ist denn da passiert? Sie werden da nicht mehr lange drauf sitzen können. Das nächste ist liegen für Sie. So, und Sie stellen ja den Zusammenhang gar nicht mehr her, dass das heute Abend der Stuhl war, der Ihnen das Gesäß kaputt gemacht hat. Ne? Und ich hätte mich da gar nicht draufgesetzt. Ein Hypochonder weiß sowas. Der macht das nicht. Der setzt sich nicht einfach auf so einen Stuhl drauf. So, Leute, wer hat von Ihnen aktuell einen Schnupfen? Aha, auch eine ganze Menge. So, dann seien Sie mal froh, wenn ich Ihnen jetzt Folgendes sage. Wenn Sie schneuzen, absolute Vorsicht, aber wirklich Vorsicht. Wenn Sie jetzt so feste in das Ding hier reinrotzen, dass Ihnen die Augenhöhle platzt, da haben Sie nichts von Ihnen, läuft alles ins Auge rein. Wenn Sie dann heulen müssen, haben Sie eine Riesensauerei. Nächster Punkt, nicht immer den Ärzten so blind vertrauen. Herzattacken, ich weiß, die kommen spontan, man kann sie schlecht timen, aber packen Sie sie irgendwie in die Dienstzeit der Chirurgen rein. Zwischen 8 und 18 Uhr, da tun die es noch. Vor 8 und 18 Uhr, die haben auch dann keinen Bock, ja? Die haben die arbeiten sich dumm und dusselig. Und wenn sie da morgens um 6.10 Uhr mit einer Herzattacke kommen, ich sag's Ihnen nur jetzt, dass Sie es wissen, wenn es drauf ankommt. Wenn Sie eine OP hatten, ja? Sobald Sie wieder stehen können, rauf auf die Waage, einmal schauen. Wenn Sie mehr wiegen, hat irgendeiner was innen drin liegen lassen. So. Ich merke, das ist schon. Sie sind ja dann gerade noch da, dann können die denselben Schnitt noch mal aufmachen, das Zeug rausholen, dann wieder zumachen. Das ist nicht so doll, wie wenn sie Wochen später. Deswegen sage ich Ihnen das heute. Worauf Sie auch bitte achten, ist Folgendes. Wenn Sie jetzt so ein Pechvogel sind, der eine Amputation bevorstehen hat, markieren Sie das entsprechende Glied. Und dann ist, ja, Leute, Ärzte sind auch keine Götter. Rechts, links, Schwäche, warum sollen die das nicht auch machen? Hat eine britische Studie ergeben, das ist bei denen sogar auch. Weil die halt oft, die müssen ja wirklich viel zu viel arbeiten und dann haben die das Problem, dass die nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Apropos vorne und hinten, da haben sie gerne mal ein Gesäß am Bauch. Dann so, alles klar. Nächste Frage, wie verhalten Sie sich im Hotel? Ja, nach einem anstrengenden Tag abends schnell Zähne putzen, einfach nur noch aufs Kissen und so weiter. Ich sag stopp, den Kopf nicht ablegen. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie ich das mittlerweile mache. Ich schlafe in Hotels grundsätzlich im Stehen. Wegen der Kissen. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Der Vorschläfer aus dem Zimmer, ja, den Sie ja gar nicht persönlich kennengelernt hat, der hat Ihnen ein Kissen hinterlassen, was eventuell auch noch ein bisschen warm ist. Und der hat ja nachts auf dem Kissen auch geschlafen und hat jetzt da ordentlich draufgelüllt. Dafür, nee, gar nicht, haha, das machen wir alle. Man muss dafür gar keinen offenen Rachen haben. Das passiert jedem Mal, ist nämlich ein Zeichen für sehr entspannten Schlaf. Ja, dann lüllt's da raus. Kann man sich eigentlich drüber freuen. Nur wäre halt schön, wenn immer nur derselbe drauf lüllt, also ich. Und jetzt kein Fremder. Ist mir persönlich lieber.
So, oder wenn derjenige jetzt eine Bindehautentzündung hat, ist ganz blöd, der merkt das nicht, der meint es ja auch gar nicht böse. Es suppt aus dem Auge ununterbrochen aus und das ist eine sehr ansteckende Sache. Also Bindehautentzündung ist richtig ansteckend und kriegen sie ganz. Manche, das wird ja oft chronisch, ist eine fiese Sache. So, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie in einer wirklich ganz straffen Abhandlung, wie, in welcher Situation wir uns alle miteinander befinden. Wie lösen wir das jetzt? Gar nicht. Das ist ja das Problem. Ich sage Ihnen jetzt eins. Von Hypochondern lernen heißt siegen lernen. Merken Sie sich bitte ab sofort Folgendes. Passen Sie unheimlich auf. Fassen Sie nichts an. Lassen Sie sich von keinem anquatschen. Gehen Sie nirgendwo hin. Und schlafen Sie genug. Das wünscht Ihnen Ihre Cordula Stratmann. Dankeschön.